Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Eisenbanner Nummer 2 der Saison 23, Saison des Wunsches. Gespielt wird aktuell Anbruch, ja, das ist eher nicht so mein Modus, finde ich eher nervig, aber das wird gespielt. Könnt ihr selber durchlesen, was hier steht. Dann müsst ihr das hier stehen haben, Ausrüstung Eisenbahnerrüstung 5 von 5 und Eisenbahnerabzeichen 1 von 1. Das ist wichtig, dass das da steht, damit ihr den Maximum Multiplikator kriegt. Ihr könnt den Multiplikator übrigens erhöhen, indem ihr halt die Herausforderung abschließt. Das heißt hier, ja, Matches machen. Jetzt seit Freitag 18 Uhr kann man halt 18 Matches durchgehend machen. Das heißt, dann habt ihr 18 Durchgänge erledigt, da habt ihr alle Herausforderungen freigeschaltet. Damit habt ihr auch den Multiplikator auf Maximum. Zudem könnt ihr halt dann eben Eisenbahner Waffen oder auch Rüstungen tragen oder Ornamente. Ich habe jetzt überall hier bei mir jetzt in die Rüstung hier Ornamente eingebaut, außer hier. Das ist eh schon Eisenbahner Rüstung hier, weil die damals gut war. Aber wie gesagt, ihr müsst halt darauf achten, dass ihr hier mindestens 5 Teile Eisenbahner tragt, entweder Ornamente oder Ausrüstung oder halt Waffen. Ich trage jetzt hier halt 5 Eisenbahner Ornamente und dann natürlich ein Eisenbahner Zeichen reinmachen. Und dann müsst ihr loslegen mit Spielen, ne? Aber ja, Spielen ist so eine Frage. PvP ist nicht so mein Ding. Ist eher suboptimal, was PvP angeht bei mir. Ich habe es auch lange nicht mehr gespielt, deswegen gehen wir hier mal rein, probieren wir mal den Modus aus oder den Modi aus. Und nicht vergessen, wie gesagt, rüstet eure Waffen so aus, wie ihr es könnt. Ihr könnt natürlich auch dann einzelne Build-Order hier machen. Ich habe nichts gespeichert, Loadouts hier mäßig. Da muss ich auch nochmal nachlegen irgendwann. Habe ich nicht gemacht, weil, weiß nicht, keine Zeit. Einfach keine Zeit. Macht aber nichts. Wir werden hier einigermaßen, glaube ich, loslegen jetzt hier. Bannerfall hier einmal. Eher eine Map für Langdistanz. Ja. Ja, PvP, da bin ich jetzt leider nicht. Aber wie gesagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wie man sieht, viele Leute haben ja schon einen Teil gar keine Eisenbahner-Sachen mehr an. Beziehungsweise, vielleicht haben die auch Rüstungen sich geholt und haben dann in den Eisenbahner-Rüstungen die Ornamente verändert. Also man kann es ja umgedreht auch machen, ne? Man kann ja Eisenbahner-Rüstung tragen und dann dort andere Ornamente einsetzen. Kann man natürlich auch. Aber natürlich nur, wenn die Eisenbahner-Rüstung gut ist, ne? Und die Werte passen mit den Werten hier, ne? Das ist natürlich auch so eine Frage. So, wir legen einfach mal los. Früher morgen, deswegen muss ich auch ganz räuspern. Sorry dafür, ist ja leider so. Aber wir werden jetzt hier schon irgendwie schaukeln, ne? Würde ich sagen. Ach komm, hab ich den Hammer falsch geworfen. Da wird auf jeden Fall ein krasses Match hier, definitiv. Ausbruch ist echt nervig. So, vielleicht ein gutes Team. Kommen wir auch auf die Teams an, ne? Wie gesagt, man muss halt hier Kills machen. Sonst kommt man nicht weiter. Hä? Was ist das denn jetzt gewesen hier? Ja, Doppel-KO mag ich überhaupt nicht. Aber lässt sich einfach nicht vermeiden. Was im PvP auch richtig nervig ist, sind Team-Shots und all sowas. Der mag das schon. Dann sind jetzt die Dings hier, die Schwere, ja, will ich aber auch noch haben. Ah, krieg ich noch? Ja, krieg ich noch. Oh, Schneider. Nur aufs Radar gucken. Oh, da kommt einer. Dein Gegner ist an dir vorbeigezogen. Aha. Oh, ich bin jetzt aufgeladen. Das ist gar nicht so geil. Oh, shit. Naja, ein bisschen was gezeigt habe ich doch, oder? Aber wie gesagt, ich bin kein guter PvPler. Das ist einfach leider Fakt. Das ist leider so. Oh, was war das denn gerade? Das ist ja U-Turn hier. Ah, Doppel-KO. Aha. Ja, wieder Doppel-KO. Was denn sonst? Komm runter da! Zum Ende nochmal zeigen, was für Waffen ich gespielt habe, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse. Das ist mein Teamshot, keine Chance. Bei Teamshot hat man leider überhaupt keine Chance. Da guckst du einfach nur doof aus der Wäsche und das war's. Hier sind sie alle und warten, dass hier jemand kommt. Auch gut. Lassen wir sie halt kommen. Auch gute Idee. Ich sehe noch nichts hier oben.
Also krieg ich mal auch ein paar Kills, ne? Noch 5 Minuten. Eine solide Taktik. Wo sind die denn alle? Da hinten. Oh. Schade. Sie waren so schnell mal super voll. Ich meine, es wäre toll, aber hä? Ich weiß gar nicht, ob das Matchmaking mittlerweile angepasst wurde. Haben wir umgelaufen, den Typi hier. Da ist auch noch mal einer hier. Da. Boah. Ach ja. Eieiei. Da ist einer. Nein, nein, nein. Okay. Ich wusste jetzt nicht genau, ob die jetzt alle hier in dem freien Feld hier beim Baum rumstehen, umgehackten Baum, oder ob die, ja, keine Ahnung, wurde von zu vielen Seiten angeschossen. Hatte ein ungutes Gefühl, hab dann direkt verkackt. Oh, komm, YouTube wieder. Wie heißt der noch? Assi Toaster? Glaub schon, ne? Ah, ich muss die eigentlich auch mal wieder spielen, weil ich müsste YouTube eigentlich mal den Cut noch machen. Ich muss ja auch mal wieder ein PvP testen. Aber ist halt nichts Tolles, ne? Sie wird halt eben... Okay. So. Also der Abstand zu dem Gegner wird immer geringer. Schon mal nicht so geil. Ich wollte gerade sagen, der muss sich irgendwo stehen. Noch 3 Minuten. Mach weiter Druck und du kriegst sie. Ah, kommt er von hinten rum, oder? Ja, stopp. Jüthin wieder. Du Sack. Naja, hat er verdient. Hat er verdient. Oh, das ist wieder Schwere. Gib mir Schwere. Jetzt zu spät. Oh. Jetzt lädt man so einen Buff auf, wie man merkt. Ich habe so ein Wappelzeug gerade. Oh shit. Jetzt nicht mehr. Ah, die Jütüne, ey, da killt ganz schön viel mit der Jütüne hier. Da schießt so einer von meinen Leuten auch mit der Jütüne, wie man gerade sieht. Boah, irgendwas verfolgt mich noch, so ein Viech da. Ein Krabbeviech. Ich gehe jetzt nicht raus, glaube ich. Bin ich nicht sofort tot, glaube ich. Ich gehe mal woanders lang. Ich weiß, ich bin ein Feigling. Nein, will ich sterben. Ah, ich treffe mich. Er trifft ihn. Alter Schwede, ey. Ich muss immer Leute killen, sonst sterbe ich. Nein, falsche Richtung geguckt. Verdammt, aber war gar nicht schlecht. Ich habe gute Runde gemacht gerade hier. War gar nicht schlecht. Das war gut, was ich gemacht habe. Da kann ich stolz auf mich sein. So ein bisschen zumindest. Aber fürs erste Match am Tage mit dem Titan hier, das er ist markiert, der hat mich ganz viele Kills gemacht, den muss ich mal abschießen jetzt. So ein Zeichen hatte ich auch gehabt. Alter, hat er alle verarscht hier gerade. Der hat das gut gemacht hier. Wie gesagt, der läuft jetzt die Zeit bei ihm runter, wie man sieht. Wenn man keine Kills in der Zeit macht, stirbt er halt. Ne? Er kriegt so einen Buff, dann kriegt er halt mehr, dadurch sammelt er mehr Punkte. Sobald der Buff aber runter ist und die Zeit abläuft, war's das.
Güter! Vernichte sie! Du hast fast gewonnen, aber juhu, nicht gewonnen, ja geil. Erstes Spiel am Tage, direkt rein, direkt gewonnen. Nice. Oh yeah. So, jetzt gucken wir uns nochmal kurz alles an. Wie viele Punkte habe ich denn? Eisenbahnerpunkte habe ich gekriegt. Kurz bewerten hier. Direkt Rang 3, okay. So sieht das aus hier. Sorry, mal fürs Räuspern kann ich nicht ändern. So, gute Statistik von mir. Dieses Mal nach langer Zeit mal wieder was Gutes hingekriegt. Damit kann ich das auf jeden Fall stehen lassen. Das ist schon mal super. Jetzt gehen wir kurz in Orbit. Jetzt wundert ihr bestimmt euch, dass ich ein anderes Schiff hier gleich habe im Orbit. Aber ich habe das Schiff vorher schon mal gerne gehabt. Ui, das passt nicht besser zum Zeichen hier von der Farbe her. So, gucken wir uns mal eben kurz meinen Charakter nochmal an, was ich hier gerade gespielt habe. Und zwar habe ich hier einmal andere Zeiten gespielt, Impulsgewehr, was eigentlich ganz gut ist, schießt ziemlich schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf PvP, habe ich es glaube ich geeicht, habe noch Zielkorrektur reingemacht. Das sind die Sachen, die ich gecraftet habe. Ob die jetzt auch für PvP gut sind, ist eine andere Frage, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, so kommt man die auch trotzdem gut spielen. Wie gesagt, ich habe keine PvP-Rüstung, ich habe nur PvE-Rüstung. Das hier einmal Iculus MP, die habe ich auch schon gecraftet, wie gesagt. Oder geschmiedet, wie man will. Ja, auch mit Zielkorrektur. Und natürlich dann einmal hier die Galahorn, aber das ist ja Standard-Galahorn, ne? Also man sollte schon irgendwas nehmen, was halt ein bisschen mehr noch Splash-Damage macht und auch zielsuchend hat, etc. Das ist schon ganz wichtig. Die Rüstung, wie gesagt, habe ich ja schon gezeigt. Das kann eigentlich weg. Dann haben wir das auch schon erledigt. Da haben wir noch irgendwie gerade irgendwas gekriegt hier noch. Dann gucken, wo ist denn das hier? Wo ist das denn? Da. Adlerauge, habe ich noch was. Drei Fliegen, drei Streiche. Besiege im schmerzigen Gegner mit einer Kinetikwaffe, einer Energiewaffe und einer Powerwaffe. Okay. Mando, da habe ich ja was geschafft hier. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, vom Eisenbanner gibt es natürlich auch noch Sachen zu erledigen, ne? Bei den Triumph-Siegeln, ne? Nicht vergessen. Ich muss mal gucken, wo ist das Eisenbanner überhaupt hier jetzt? Da. Da könnte ich natürlich auch noch einiges erledigen, ne? Mir fehlt hier nämlich noch Siege. Dann habe ich es auch vergoldet. Den Rest könnt ihr jetzt selber durchlesen. Hier, wie gesagt, da gibt es auch ein Triumph-Siegel zu erspielen. Ja, danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und spielt mal ein bisschen. Bis dann. Danke für den Support. Tschüss.